Heute ist der 4. August, der zweite Tag der Emilia Rallye. Wir stehen hier beim Team Jetcar. Und vielleicht könnt ihr euch mal ein bisschen vorstellen und über das Auto was sagen. Ja, ich bin Christian Wenger-Rosenau, Entwickler vom Jetcar und jetzt Fahrer. Und der Jetcar fährt hier das erste Mal bei einer großen Rallye mit. Hat eine relativ große Reichweite, 250 Kilometer. Und fährt 180 Sachen schnell, ist für diese Rallye wie schaffen. Okay, und ist aber ein Einzelstück, oder? Oder gibt's da? Jetcar wird in Serie gebaut, bisher mit Verbrenner. Und jetzt ist es das erste Auto mit Elektro. Wir wollen den aber als Elektroversion verkaufen. Okay, und die Nachfrage ist da auch ganz gut, oder? Es gibt Nachfrage, aber im Moment schreckt der Preis ab. Wir wollen 84.000 Euro für das Auto haben. Das ist in Handarbeit gebaut. Und wie gesagt, hat es einen sehr großen Batteriesatz, ist damit so ein bisschen Konkurrenz zu Tesla. Und von daher ist es im Moment noch fraglich, wie weit die Preise runtergehen für Batterien. Aber wir denken, dass das als Werbefahrzeug, als Einzelstück sozusagen verkaufbar ist. Okay, also ja, ähnlich wie der Tesla, genau, der ja nochmal 40.000 mehr kostet etwa. Ja. Und zur Etappe heute ging es ja ziemlich bergauf, also ich glaube auf 1200 oder so, oder insgesamt 800 Meter oder was? 1200. Und war das irgendein Problem für euch oder der Wagen ist die Berge hochgezogen ohne? Ja, es war alles problemlos, ganz im Gegenteil. Wir haben immer Reserven, gerade auf der Straße hier. Ich meine, wir fahren ja keine Autobahn. Die Reichweite und die Geschwindigkeit stellen eigentlich gar keine Herausforderung dar. Das Sonderziel, die Sonderetappe hat Spaß gemacht, weil es einfach eine super schöne Strecke war, landschaftlich toll. Also, macht Spaß. Und ich erinnere mich an gestern, da war die Sonderprüfung ja für die kleineren Fahrzeuge eher knapp bemessen zeitlich. Heute war es ja eher andersrum. Habt ihr da ganz gut abgeschnitten bei der heutigen? Das ist super überraschend, dass und auch ein kleiner Fehler genau genommen vom Organisator. Laut diesem Roadbook kam das Ziel in der Sonderprüfung, wo dann die Lichtschranke steht und die Zeit genommen wird, etwa 200 Meter hinter der Stelle, wo sie dann standen. Das heißt, wir haben nur plötzlich diese Lichtschranke gesehen und hatten gar nicht die Möglichkeit mehr, unsere Zeit, die ja dann genau auf die Sekunde als Vorgabezeit sozusagen die Lichtschranke passieren erfolgen soll, konnten wir gar nichts mehr vornehmen, sodass wir da schlecht abgeschnitten haben, letztlich für die Bewertung. Schlecht heißt, wir waren zu schnell. Wir sind einfach so gefahren, wie wir konnten und ja, wollten zum Schluss ruhig und waren zu schnell. Ich kann aus eigener Erfahrung sagen, ich glaube, ihr wart nicht die Einzigen. Das heißt, im Gesamtbild dürfte man dann wieder ziemlich gleich auf mit allen anderen sein. Ja, okay, vielen Dank und dann viel Erfolg noch. Danke.